Schönen guten Tag. In diesem Video werde ich euch zeigen, was euch in dem Spiel Throne and Liberty erwartet. Ob das Spiel gut ist oder nicht, ist natürlich meine persönliche Meinung, aber auch das werde ich euch zeigen. So, wir beginnen einmal mit der Klasse oder dem Charakter an sich. Und zwar erstellt man nicht am Anfang irgendeine Klasse im Sinne von, ich mache mir jetzt einen Magier oder einen Krieger oder sonstiges. Nein, ihr erstellt euch einfach nur einen Helden, sag ich mal. Und je nachdem, was ihr an Waffen tragt, das ist dann eure aktive Klasse. Man trägt immer zwei Stück. Ich trage jetzt hier zum Beispiel einmal so diesen kleinen Zauberstab mit dem Buch und das Zweihandschwert. Ja. Finde ich eine ganz coole Kombo, so Paladin-mäßig. Hier gibt es aber noch zum Beispiel, wie gesagt, einmal das Zweihandschwert, dann Schwertschild. Das wäre dann das Tank-Äquivalent. Dann haben wir zwei Dolche, ne, so Schurkenstil, zwei Einhandarmbrüste, auch ganz cool. Dann ein Bogen, ein Stab, mit dem man dann Feuerbälle, Eisblitze und sowas schießt. Ne? Und wie gesagt, dieser kleine Zauberstab hier, der für Heilfähigkeiten und so gedacht ist. Ne? Die habe ich mir mit reingenommen. Fand ich eine ganz coole Kombo. Gibt es so Bodenheilflächen, Single-Target-Heal, Gruppen-Heal, alles Mögliche. Ne? Oder auch so Schilde, die man sich geben kann. Und dann wechsle ich mal auf mein Schwert und habe dann halt echt nochmal so einen positiven Effekt davon. Kann man alles kombinieren, wie man da lustig ist. Ist eine ganz coole Sache, muss ich wirklich sagen. Ja, ihr seht schon, die Umgebung an sich ist wirklich sehr, sehr schön designt. Ne? Also die Grafik ist einsame Spitze. Wir befinden uns jetzt hier gerade in einem Wüstenbiom. Ich zeige euch auch gleich auch gerne an noch andere Biome. Und es ist gerade Nacht und zwar noch 19 Minuten. Hier gibt es einen Tag-Nacht-Zyklus und auch das ist irgendwie schön. Also ich finde, gerade bei Nacht kommt ein wesentlich ruhigerer Flair in das Spiel. Die Musik ändert sich auch so ein bisschen. Also es ist wirklich sehr, sehr schön hergestellt und wenn man sich so umguckt, es werden wirklich sehr, sehr viele Spieler geladen auch. Das kann ich euch jetzt mal zeigen, indem wir uns einmal in die andere Stadt teleporten. So, und jetzt achtet mal auf den Teleport-Screen. Es gibt nämlich keinen Ladebalken. Ja, also wir casten jetzt hier den Teleport durch, porten uns in die andere Stadt, fliegen in den Himmel und plopp, kommen direkt wieder an. Es ist sagenhaft, ne? Also ohne Ladescreen habe ich so auch noch nicht gesehen. Hier scheint gerade irgendein Event zu sein. Ich weiß auch nicht, warum hier gerade Feuerwerk hochgeht. Auf jeden Fall, wie man sieht, es werden sehr, sehr viele Spieler geladen. Es ist hier viel los. Die schnelle Fortbewegung hier im Spiel findet über Shapeshifting statt. Das bedeutet, man hat so eine Form, in die man sich verwandeln kann. Also keine Reittiere, sondern so, wie in World of Warcraft, der Druide zum Beispiel, ne, der sich in so Viecher verwandelt. Das kann aber jeder hier im Spiel. Und wenn ihr von Gegenständen runterspringt, dann könnt ihr gleiten in diesem Spiel. Und zwar, da gibt es so eine Flugform. Ich hoffe, das ist jetzt hier hoch genug. Warte mal eben, ich springe mal einmal hier drauf. So. Und dann, haben wir hier so eine Schwebeform. Damit kann man auch so ein paar Mal aufsteigen noch. Ist ganz cool geregelt. Macht wirklich Spaß. Lässt die Welt so ein bisschen zugänglicher wirken. Ja, also das muss man wirklich sagen. Das Questen in diesem Spiel ist sehr, sehr gut geregelt, meiner Meinung nach. Ich bin eigentlich ein Spieler, der hasst Questen. Ich mag das nicht. Töte hier 10 Wölfe, sammel da 5 Karotten ein, bring die hier hin. Klar hast du auch solche Aufgaben in diesem Spiel. Aber was man hier dazu sagen muss, es ist oft an eine schöne Story gebunden. Also selbst für jemanden, der die Story meistens skippt, sag ich mal, so wie ich, kriegt schon so ein bisschen was am Rande mit und dann gibt es schöne Cutscenes, die mit eingearbeitet sind und so. Das ist schon wirklich schön. Ne? Und wie gesagt, das alles in einer wunderschönen Umgebung. Ne? Wenn wir uns hier mal angucken und so durchs Feld laufen, das sieht schon cool aus. Ne? Also da haben sie wirklich viel gemacht. Wenn man beispielsweise in der Wüste durch den Sand läuft, sieht man seine Fußabdrücke im Sand. Das ist auch super gemacht. Also ich bin wirklich für die ersten Spielstunden, die ich jetzt habe, also ich habe jetzt ein paar Tage gezockt und das nicht wenig, ne? Ich habe ja einen Stream angeworfen um 19 Uhr und auf einmal war es 4 Uhr nachts, einfach weil es so viel Spaß gemacht hat. Also es ist wirklich ein sehr schön gemachtes Spiel, so für gerade für den Anfang. Wie jetzt das späte Endgame aussieht, das kann ich euch natürlich nicht beantworten, weil am Ende des Tages wir ja nur 5-6 Tage Zeit hatten, jetzt hier das Ganze zu testen. Aber auch die Animationen hier im Spiel, die sehen cool aus. Ne? Also wenn man hier mal, gut, jetzt ein niedriges Level, wenn man hier mal so ein paar Fähigkeiten durchgeht, ne? Also typischer Wirbelwind beim Zweihandkrieger, ist alles vorhanden, alles, was man so braucht. Den Heilkreis habe ich euch ja gerade schon gezeigt. Also es sieht irgendwie schön aus und auch die Kämpfe fühlen sich wirklich sehr, sehr aktiv ein. Ich zeige euch jetzt mal ein paar Bosskämpfe, wo wir gerade über das Kämpfen reden. Das ist ja für euch auch nochmal sehr interessant.
Ja, das ist jetzt hier ein Bosskampf, wo wir sehr, sehr viel zu beachten haben und das schon im Levelbereich. Das ist ein Dungeon für Level 30, also mitten in der Levelzone. Hätte ich so nicht erwartet. Das kennt man von anderen Spielen nicht so, weil in anderen Spielen werden die Dungeons langsam und entspannt aufgebaut und es wird immer schwieriger nach hinten raus. Aber dieses Spiel fängt schon wirklich knackig an. Ne? Zum Beispiel in diesem Bosskampf muss man darauf achten, dass in so einer bestimmten Phase 4 Leute auf die Statuen klettern, um dann so eine AOE-Fähigkeit von ihm zu unterbrechen. Der Tank muss immer zwischen den Boss und ein Ziel rennen, wo so Feuerbälle drauf geschossen werden. Man muss der grünen Grütze am Boden ausweichen. Also es gibt wirklich viel zu beachten. Und das hat richtig Spaß gemacht. Also wir sind bei den Bossen oftmals auch gerne 5, 6, 7 Mal gestorben, bis wir die dann endlich gelegt hatten. Kann natürlich einerseits an Unwissenheit der Randoms oder auch an mir liegen, ne? Aber andererseits ist es auch schön, mal so ein bisschen eine Herausforderung zu haben. Und wenn man dann irgendwie noch als Belohnung eine coole Waffe droppt oder so, das macht schon Spaß. Also da muss man wirklich sagen, haben die gut gemacht. Hier seht ihr jetzt nochmal einen anderen Bosskampf. Auch hier ganz andere Mechaniken, ne? Hier muss man in so einer bestimmten Phase dann aus dem Ring rauslaufen, Sachen aktivieren, damit sich ein Spieler bewegen kann, damit der auch sich befreien kann und so. Viel ausweichen aus Feuerflächen und sowas. Also es ist wirklich, es ist gut gemacht. Ich habe nichts zu meckern und für mich sind diese PvE-Inhalte in so Spielen unheimlich wichtig. Also es kann wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel für die Zukunft werden. Ja, aber jetzt stellen wir uns natürlich die Frage, haben wir auch genug Inhalt fürs Endgame? Oder ist das Spiel jetzt so frisch, dass man wie damals bei New World noch kein Endgame-Content hat und das Ding dann schnell den Bach runtergeht? Ganz einfach, das können wir uns hier mal angucken. Also hier haben wir einmal die Koop-Dungeons, ne? Das sind die ganzen PvE-Dungeons für Stufe 50, die wir haben. Hier sind noch die aus dem Levelbereich. Also da haben wir schon mal einige für den Release auf jeden Fall vorhanden. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Also da bin ich sehr zufrieden. Und dann gibt es noch für Solo-Content so Geheim-Dungeons. Da kämpft man im Einzel gegen so Gegner. Ne? Das ist natürlich dann, ja, das macht man einmal und dann nicht nochmal. Des Weiteren gibt es aber auf der freien Welt, ich zeige euch das gerne nochmal, gibt es immer solche Höhlen. Ja, und wenn wir in diese Höhlen reingehen, ne, wir gucken uns die jetzt mal zum Beispiel an, dort gibt es auch ganz, ganz viele Gegner, die man, gegen die man bestreiten kann. Also man kämpft sich immer weiter runter. Hier wird sogar empfohlen, mit 4 Leuten auf Stufe 50 reinzugehen. Ne, ihr seht das hier, die Karte ist tatsächlich recht groß. Es gibt immer mehr Etagen, wo man sich da eben so durcharbeitet. Und das sind ja noch die kleinen. Ne? Hier, das hier werden zum Beispiel so große, die in vielen Etagen runtergehen und wo es dann viele Gegner auch zu bekämpfen gibt. Und wenn wir uns mal den Loot angucken, kann man sich dann hier anschauen, dann droppt man teilweise echt gute Sachen. Ne? Ich gucke mal jetzt hier bei den 50er Dungeon. Hier haben wir wirklich dann auch epische Sachen, die uns auf uns warten. Ich zum Beispiel habe da heute diese Brustrüstung, die ihr hier seht, habe ich da gedroppt. Das war wirklich gut. Die sieht auch wirklich gut aus, hat auch gute Stats. Das macht dann richtig Spaß. Das ist so eine richtige Belohnung. Da gehst du dann wirklich mit 5, 6 Leuten rein, klopfst dich durch, droppst dann was, dann bist du ein bisschen stärker, dann schaffst du den nächsten Dungeon vielleicht dann auch wieder. Und so arbeitet man sich so ein bisschen hoch. Aber abseits von diesen ganzen Dungeons und PvE-Inhalten im Sinne von Gruppenaktivitäten gibt es auch Einzelaktivitäten und die sind in Form von zum Beispiel Quests. Also wir haben hier zum Beispiel solche Vertragsverwalter, da können wir dann so Aufgaben annehmen, die sagen hier, töte hier 20, töte da 20 und dafür kriegt man dann gewisse Ressourcen zum Upgraden der Ausrüstung. Ja, also wir können diese Ausrüstung immer noch ein bisschen weiter upgraden, das zeige ich euch hier mal. Ne, man hat hier so ein System. Wenn man dann, sage ich mal, jetzt zum Beispiel das Ding hier aufwerten möchte, hätte man hier diese Marken, die kriegt man da über diese Verträge und dann kann man das Ganze noch verstärken. So wird man dann immer besser und das ist auch eigentlich ganz cool, weil dann ist man nicht direkt fertig. Ne? Man droppt nicht das Item und sagt, jo, jetzt ist er durch, nee, ich muss noch ein bisschen was tun, damit es noch besser wird. Finde ich ganz schön und macht auch Spaß. So, jetzt haben wir viel über PvE geredet, kommen wir jetzt mal zu PvP. Ja, und jetzt seht ihr gerade, die Sonne geht auf und das ist auch gut für alle PvE-Spieler, denn es gibt sogenannte Konfliktzonen, die bei Nacht zur PvP-Area werden. So, das heißt, wenn ich die jetzt betrete, wir schauen uns das Ganze nochmal an, das ist zum Beispiel jetzt hier dieser Dungeon, da ist jetzt so ein Vogel drauf, das heißt Frieden.
Ja, vorhin, als Nacht war, waren da rote Schwerter. Dann ist es eine Konfliktzone. Dann kann man sich hier gegenseitig vermöbeln. Jetzt gerade ist es eine ruhige Zone. Also hätten wir jetzt eine Stunde und noch 57 Minuten Zeit, uns da in Ruhe durchzukloppen. Dann würde wieder Nacht werden, dann würde es wieder eine Konfliktzone geben. Das gibt es immer mal wieder. Das gibt es bei großen Weltbossen, die spawnen. Das gibt es in Dungeons. Also jetzt, wenn ich jetzt hier in der freien Welt unterwegs bin, also jetzt einfach nur hier am Questen bin, da kann mir nichts passieren. Das ist ein sicherer Bereich. Aber es gibt immer mal wieder Zonen, wo dann doch auch mal bei Nacht, ja, die Leute sich dann ja, gegenseitig die Möhre verbiegen. Ne? So, darf ich noch einmal ganz kurz sagen, wie schön das aussieht? Ich finde das irgendwie gerade klasse, wie die Sonne da aufgeht, der Schatten, der hier geworfen wird von den Bäumen. Ha. Schön gemachtes Spiel. Also mir gefällt es wirklich gut. So, machen wir weiter mit dem PvP-Content. Ja, und da müssen wir jetzt mal über die großen Belagerungen sprechen. Also, es gibt eine Gilde, die hält dann beispielsweise diese schöne Burg hier. Und dann gibt es eine andere Gilde, die dem das Ganze streitig machen möchte. In dem Zustand, wie das Spiel jetzt gerade ist hier in der Beta, hat noch keine Gilde es geschafft, hier den Bereich irgendwie zu sich zu beanspruchen. Ja? Und auch keine Gilde dementsprechend diesen Angriff durchzuführen. Deswegen habe ich dort leider kein Videomaterial für euch, aber es sollen wohl Hunderte, und ich sage wirklich Hunderte von Leuten sein, die sich hier gegenseitig angreifen, die hier mit Riesen kommen, versuchen die Tore zu durchbrechen und dann das Land hier einzunehmen. Also das sollen wirklich gewaltige Schlachten sein, die dort aufeinander zukommen. Das kann man sich im Trailer von dem Ganzen angucken, da wird das Ganze gezeigt. Ich habe leider kein Videomaterial dazu, aber sowas soll es auch geben. So, nun sprechen wir nochmal über die Belebtheit des Spiels an sich. Also, man läuft hier in der freien Welt rum, macht Quests von A nach B, wie man das so kennt. Und jetzt schaut mal hier nach links. Wir haben hier einen Kalender. So, bei diesem Kalender gibt es jede Stunde immer irgendwelche Events, irgendwelche Sachen, die vonstatten gehen, die uns immer wieder irgendwas bringen. Zum Beispiel gibt es hier in diesem Bereich so ein Wolfs-Event. Ne? Es spawnen ganz viele Wölfe, da muss man die töten und dann Sachen einsammeln und die dann abgeben. Und derjenige, der dann innerhalb von 20 Minuten die meisten Materialien gesammelt hat und abgegeben hat, der hat dann den Platz 1, bekommt dann den meisten Bonus, dann Platz 2, Platz 3 und so weiter. Und das sind immer solche Events. Das sind hier die im Friedensbereich. Ne? Hier steht dran Frieden oder Kooperativ oder ähnliches. Dann gibt es aber auch noch große Weltbosse. Ne? Das sind so richtig dicke Bosse mit epischem Loot. Also hier gibt es richtig gutes Zeug. Die können entweder friedlich sein. Ne? Also hier haben wir ein Friedenssymbol dran. Oder aber auch Konfliktbosse sein. Ne? Also da ist dann wirklich PvP gegeneinander. Da werden sich dann die Gilden auch gegenseitig vermöbeln bei. Ne? Also und ihr seht, da sind viele. Und alle spawnen gleichzeitig um 22 Uhr. Also man hat hier wirklich Auswahl von dem, worauf man Bock hat, was man machen möchte. Ja, und das passiert halt jede Stunde irgendwie ein Event. Gut, um 4 Uhr nachts und 7 Uhr morgens jetzt nicht. Aber sonst ist hier einiges los. Ne? Also selbst wenn ihr mal beim Questen eine Durststrecke bekommt und sagt, ach Mensch, jetzt will ich aber was anderes machen, dann rennt doch zu einem Event, macht das Event mit. Das ist auf jeden Fall eine schöne Sache, abwechslungsreich und bringt euch auch voran im Spiel. Ja, und abgesehen von den ganzen Ingame-Punkten möchten wir natürlich jetzt auch wissen, wann das Spiel rauskommt und wie viel das Ganze denn kosten wird. Springen wir da mal rüber. So, wir befinden uns jetzt hier im Steam-Shop auf der Seite und am 17. September 2024 ist der offizielle Release, ja, für die kostenlose Version. Also ihr müsst nichts bezahlen für das Spiel, ihr könnt so reinstarten. Dann gibt es aber drei Pakete. Einmal die günstigste, damit habt ihr ab dem 12. September dann Zugang, 5 Tage eher. Die sind 40 Euro, dann habt ihr eine für 70 Euro und eine für 100 Euro. So, jetzt gucken wir uns die teuerste doch direkt einfach mal an, da ist ja alles mit drin enthalten. Und auch hier natürlich 5 Tage vorher der Zugang und ganz viele Skins, ne? Also Shadow Knight und so weiter. Dann so Verwandlungsformen, das sind diese Shapeshifting, was ich euch gezeigt habe, ne? Also diese Verwandlungsform, wie wir halt laufen können und noch vieles mehr. Aber alles in allem nichts, was jetzt groß Pay-to-Win wäre, was mir auch sehr wichtig ist. Das Einzige, was ist, das sind die 1000 Lucent. Das ist eine Ingame-Währung für so ein Auktionshaus auch. Aber ob das Spiel jetzt Pay-to-Win ist oder nicht, das erkläre ich in einem gesonderten Video. Das wird sonst den Rahmen sprengen. Das Video werde viel zu lang hier werden. Das Video kommt jetzt auch zügig die nächsten Tage raus und da wird dann geklärt, ist das Spiel Pay-to-Win oder eben nicht.
Ja, meine Lieben, ich hoffe, ich konnte euch einen Einblick in dieses Spiel vermitteln. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo da. Darüber würde ich mich sehr freuen. Ich persönlich habe sehr, sehr viel Spaß an diesem Spiel. Und ich muss sagen, ich werde es spielen. Ich werde mir vielleicht sogar einen Vorabzugang holen. Macht für mich natürlich Sinn, weil ich ja Videos und so kreieren muss. Für euch, wenn ihr euch noch nicht ganz sicher seid, wartet doch einfach bis zum 17. Holt euch dann das Spiel, spielt das Ganze in Ruhe, ihr müsst ja keinen Euro ausgeben und wenn es euch dann gefällt, kann man sich dann meinetwegen ja immer noch als Dankeschön für die Entwickler irgendwie einen Skin holen oder so, um die zu unterstützen. Ne? Klar, die müssen ja auch irgendwie Geld verdienen mit dem Spiel, das verstehe ich auch, das ist auch in Ordnung. Auf jeden Fall, ich persönlich habe sehr, sehr viel Spaß mit dem Game. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben, für die, die noch nicht ganz wissen, ob sie es spielen wollen oder nicht. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag, ganz, ganz liebe Grüße und bis dann.